Ich wünsche euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Nussis Fit Kitchen. Mein Name ist Simon Nicolussi und heute werde ich euch ein Medium-Carb-Gericht zeigen. Zwar wird es bei mir ein paar leckere Kartoffelgnocchi geben in einer Rahmsoße und dazu am marinierten Lachs und ein bisschen Lauch dazu. Ihr seht ja schon die Zutaten, dann würde ich sagen, legen wir gleich los. Und hier haben wir schon die Zutaten, Leute. Und zwar haben wir hier unsere Kartoffelgnocchi. Die habe ich vorhin selbst zubereitet. Falls ihr gerne sehen möchtet, wie man sie selbst machen kann, schaut gerne bei meinen Basic-Videos vorbei. Da habe ich ein tolles Video dazu gemacht, damit ihr euch selber mit wenigen Handgriffen ein paar Gnocchi zu Hause selbst machen könnt. Dann haben wir unseren Lachs hier. Den habe ich in einen nassen Beizer eingelegt. Heute jetzt für 2 Stunden zuvor, einfach damit er ein bisschen Aroma bekommt. Und wenn ihr da Interesse hättet, ein Video davon zu bekommen, schreibt es gerne in den Kommentaren unten rein. Dann mache ich euch gerne ein Video dazu, wie man sich selbst den Lachs beizen kann. Des Weiteren habe ich hier einen Fischsud, ein bisschen Rama mit 19% Fett, damit wir ein paar Kalorien sparen. Ein bisschen frischen Zitronensaft kommt dazu, Olivenöl. Dann haben wir hier rote Paprikastreifen, ein bisschen an frischen Lauch, an Knoblauch. Und das Ganze werden wir mit Salz und Pfeffer zum Schluss dann abschmecken. Also, los geht's! Gut, Freunde, das Wasser habe ich aufgestellt, damit es anfängt zum Kochen, damit wir unsere Gnocchi dann kochen drin können. Jetzt habe ich hier ein Stück von unserer Lachsseite aus der Beize gegeben, habe die Haut abgezogen. Das werden wir jetzt in kleine Streifen schneiden, in dünne, die wir dann zum Schluss in unsere Gnocchi mit einschwenken. Einfach damit der Fisch leicht gar wird, aber nicht zu gar wird, damit ja, das Essgefühl trotzdem richtig geil wird. Und dann würde ich sagen, machen wir die kurzen Vorbereitungsarbeiten und danach kommen wir zu unserer Soße, wie wir sie herstellen. So, weil dann kommen wir zu unserer Soße und zwar geben wir da jetzt in unsere Pfanne ein bisschen Olivenöl rein. Dann werden wir die Paprikastreifen kurz ansautieren. Danach kommt unser Lauch dazu. Das röschen wir ganz kurz an, löschen das Ganze dann mit unserem Fischfond ab. Gießen dann ein bisschen von unserer Rahmen mit auf. Dann kommt auch der Knoblauch mit dazu, ein Spritzer vom Zitronensaft, schmecken das Ganze dann ganz leicht mit Salz und Pfeffer ab und lassen unsere Flüssigkeit aber auch einreduzieren. Deshalb nur wirklich ganz ein bisschen abschmecken oder macht es danach, dann wäre noch bessere Variante. Und wirklich dann, wenn die Soße einreduziert, wird sie kräftiger vom Geschmack her und sonst wäre sie dann am Ende versalzt, wenn man sie am Anfang gleich zu viel würzen würde. Unsere Gnocchi werden wir kurz im Salzwasser blanchieren, nur ganz kurz. Die werden wir dann zu unserer Soße dazugeben und da dann fertig weitergaren. Das hat einfach den Grund, dass die Gnocchi so den Geschmack der Soße schön noch mit einsaugen und das Gericht am Ende dann noch besser schmeckt. Ganz zum Schluss schwenken wir noch unsere Lachsstreifen mit rein und schon fertig wäre unser Gericht.
Und so sieht das Ganze dann am Ende aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt einen kleinen Input bekommen, was man so aus Gnocchi, welche leckeren Gerichte dazu zubereiten kann. Und wenn euch meine Videos gefallen, würde mich natürlich ein Abo von euch sehr freuen. Aktiviert auch gerne die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Schaut auch gerne bei meinem Instagram-Account vorbei unter NussisFitKitchen. Und dann würde ich sagen, werde ich mich bei euch wieder verabschieden für heute und bis zur nächsten Folge bei NussisFitKitchen. Euer Simon.